Am dritten Spieltag der UEFA Europa League trifft RB Leipzig auf den amtierenden schottischen Meister Celtic Glasgow. Ausgetragen wird die Begegnung am Donnerstag um 18:55 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Red Bull Salzburg 2:3 zum Auftakt der Gruppenphase konnte das Team von Trainer Ralf Rangnick durch den 3:1 Auswärtssieg gegen Rosenborg Trondheim erstmals punkten. Um den Traum von der K.O.-Phase weiterhin zu wahren, drängt der Bundesligist nun auf einen Sieg über Celtic im eigenen Stadion. Die Gäste aus Glasgow mussten sich ebenfalls gegen Salzburg geschlagen geben. 1:3 konnten sich jedoch gegen Rosenborg mit 1:0 durchsetzen und haben 3 Punkte auf dem Konto. Lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz steht man hinter Leipzig. Kann der Bundesligist den ersten Heimsieg in der laufenden Europa-League-Saison einfahren? Goal hat alle Informationen bezüglich TV-Übertragung und Livestream zur Begegnung in der Europa League zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow. Sobald die Aufstellungen bekannt sind, erfahrt ihr sie hier. RB Leipzig gegen Celtic Glasgow. Das Europa League-Duell im Überblick: RB Leipzig, Celtic Glasgow, Donnerstag, 25. Oktober 2018, 18:55 Uhr, Red Bull Arena, Leipzig, Deutschland, 42.959 Plätze. RB Leipzig vs. Celtic Glasgow. Die Partie im TV. Das Aufeinandertreffen in der Europa League zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow wird nicht live im TV übertragen. Zwar haben sich der Pay-TV-Sender RTL und der Ableger RTL Nitro die Rechte an einem Live-Spiel des UEFA-Wettbewerbs pro Spieltag gesichert, die Partie des Bundesligisten ist in diesem Fall aber nicht live im Angebot. Erlebe die Europa League live auf RZN. Jetzt GRATISMON.AT sichern. Wer die Partie zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow jedoch nicht verpassen möchte, kann die Europa League-Begegnung in einem Livestream mitverfolgen. Wie das funktioniert und warum der Streamingdienst DRZN diesbezüglich die beste Anlaufstelle ist, erfahrt ihr im folgenden Abschnitt. RB Leipzig, Celtic Glasgow. Die Partie im Livestream bei DAZN. Da die Begegnung zwischen Leipzig und Celtic Glasgow nicht im TV übertragen wird, muss man auf den Livestream bei DAZN zurückgreifen, um live dabei zu sein. Dazu benötigt ihr das Abonnement des Streaming-Portals, welches zunächst einen Monat lang kostenlos und risikofrei getestet werden kann. In dieser Zeit könnt ihr dann entscheiden, ob euch das Live-Angebot von DAZN gefällt. Im Anschluss kostet das DAZN-Abo lediglich 9,99 € pro Monat und ist jederzeit ohne Komplikationen wieder kündbar. Falls euch das Angebot an Livestreams nicht überzeugt, RB Leipzig gegen Celtic Glasgow im Livestream bei DAZN. Die Vorberichterstattung zum Europa-League-Spiel beginnt bereits einige Minuten vor Anstoß. Dabei wird euch Moderator Tobi Warnschaffel zunächst mit allen Informationen zu Leipzig und Celtic versorgen, ehe Kommentator Uli Hebel und Experte Jonas Hummels dann über das Spielgeschehen berichten. Erlebe RB Leipzig vs. Celtic Glasgow live bei DAZN. Jetzt GRATISMON.AT sichern. Um den Livestream von DAZN auf das eigene TV-Gerät zu bekommen, benötigt ihr die App des Streaming-Portals, die sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Damit könnt ihr das Duell zwischen RB Leipzig und Celtic Glasgow wahlweise auf eurem Smartphone, Smart TV, Tablet oder auch der PlayStation 4 verfolgen. RB Leipzig gegen Celtic Glasgow im Live-Ticker verfolgen. Wer nicht auf das Abo von DAZN zurückgreifen möchte, dem sei unser Live-Ticker zum Spiel RB Leipzig vs. Celtic Glasgow ans Herz gelegt. Dort verpasst ihr keine Szene des Europa-League-Duells.
Bereits vor Spielbeginn findet ihr im Live-Ticker von Goal alles Wissenswerte rund um das Kräftemessen zwischen Leipzig und Celtic. Während der Begegnung kommentiert der Tickerer dann ausführlich das Spielgeschehen. RB Leipzig, Celtic Glasgow, die Aufstellungen. Sobald die beiden Vereine ihre jeweiligen Aufstellungen für das Europa-League-Spiel bekannt geben, erfahrt ihr sie umgehend an dieser Stelle. Erwartungsgemäß geschieht das rund 60 Minuten vor Anpfiff. RB Leipzig gegen Celtic Glasgow. Die Opta-Fakten zum Spiel: RB Leipzig und Celtic treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Celtic schlug auswärts noch nie ein deutsches Team, 3 Remis, 7 Niederlagen und schoss in diesen 10 Partien nur 4 Tore. Bevor RB Leipzig sein letztes Europapokal-Heimspiel gegen Salzburg mit 2:3 verlor, gab es im Europapokal für die Sachsen 5 Heimsiege in Folge. Celtic gewann nur eines seiner letzten 18 Auswärtsspiele in Europapokal-Gruppenphasen, 6 Remis, 11 Niederlagen. In den letzten 3 Europa-League-Spielen von RB Leipzig fielen 16 Tore, im Schnitt 5,3 pro Spiel, mehr zu RB Leipzig und Celtic Glasgow.